Wir sind heute hier, um der OBG zu helfen, in Zukunft die spannendsten Projekte, die wirklich am besten zu den Lösungen und Produkten der OBG passen, proaktiv anzusprechen und dann eben auch zu gewinnen. Wir als OBG sind ein familiengeführter Full-Service-Dienstleister im Bereich Immobilien. Das heißt, wir möchten unsere Kunden gerne in allen Phasen begleiten können, bei der Grundstückssuche, bei der Planung und natürlich auch bei der Realisierung. Bei uns in der OBG Hochbau ist es das Thema Vertrieb, was uns seit längerem beschäftigt. Wir kommen aus dem Traditionsvertrieb, nenne ich es jetzt mal, sehr stark personengebunden. Netzwerkpflege hat bei uns immer sehr weit oben gestanden. Wir haben über die letzten Monate sehr viel konzeptionelle Arbeit gemacht. Jetzt wird nicht mehr Workshop gemacht, jetzt wird wirklich proaktiv mit den Daten gearbeitet. Wir werden jetzt hier in der ersten Stunde nochmal das zusammenfassen, auch die Zielsetzung nochmal klären und dann geht es wirklich los. Dann kriegen die Nutzer ihre Zugänge und dann glühen die Drähte und dann werden wir hoffentlich auch die ersten Erfolge schon heute generieren können. Ich habe die Erwartung, dass wir jetzt den Startschuss gemeinsam machen und in Sachen proaktiver Vertrieb einfach die nächste Raketenzündung starten. Revenue Engineering ist für uns die Denkweise, proaktiven Vertrieb wie einen Fertigungsprozess zu sehen. Am Anfang steht eine komplett kalte, rohe Information zu einem neuen Bauprojekt. Und den Prozess, wie ich aus dieser Information einen Kunden mache, das ist das, was wir mit Revenue Engineering schaffen wollen. Wir liefern mit unserer künstlichen Intelligenz die frühesten Informationen zu geplanten Bauprojekten. Wir helfen den Unternehmen aber auch, den Prozess zu verstehen. Wie wird aus dieser Meldung denn dann wirklich ein Kunde? Vertrieb 2.0 heißt proaktiv auf den Kunden zugehen. Da reicht es nicht nur, Daten zu kaufen, sondern wir müssen unser Team befähigen, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Wenn ich mir ansehe, was funktioniert gut, was funktioniert nicht, dann kann ich da einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess starten und eben immer effizienter werden und immer besser darin werden, wirklich die spannendsten Projekte zu gewinnen. Im Speziellen habe ich für mich mitgenommen, dass wir proaktiven Vertrieb können, dass wir die Voraussetzungen haben, dass wir die Ressourcen bei uns nochmal neu sortieren und als Team das jetzt einfach verfolgen werden. Es war für mich schon so ein Highlight zu sagen, diese emotionale Kundenbindung kann auch durch eine E-Mail oder durch einen Telefonanruf passieren, auch wenn man die Person nicht kennt. Sehr gut, dann viel Erfolg damit. Jawohl, vielen Dank.